Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Konferenz Theater und Netz von nachtkritik.de und der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich heiße Christian Römer, verantwortlich für Kultur und neue Medien hier in der Stiftung. Gleich zur Sache. Gestern standen wir neben Amelie Deuffelhardt, als online gemeldet wurde, wegen Beihilfe zum Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht für Ausländer, hat die AfD die Intendantin der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Amelie Deuffelhardt, die wir auch heute Nachmittag am Podium sehen werden, bot Flüchtlingen im Rahmen eines Kunstprojektes Unterkunft und Beschäftigung. Und da wären wir schon mittendrin. In den vergangenen Monaten nimmt mancher erstaunt wahr, dass Aktionen deutscher Stadttheater und Produktionshäuser nicht nur im Feuilleton, sondern auch im Politikteil von Print- und Online-Medien Beachtung finden. Liegt das an der zunehmenden Vernetzung von Theater mit Bürgerbewegungen oder sogar an einer immer aktiveren Rolle der darstellenden Künste als Subjekt in der gesellschaftlichen Ausverhandlung von Politik? Plattform oder Player, wie kann das Theater politisch sein? Da diese Frage keine nationale Grenze kennt, haben wir erstmals einen europäischen Track aufgelegt. Wie viel Atemluft bleibt Theater zur freien Aktion in der selbsternannten illiberalen Demokratie Viktor Orbáns in Ungarn noch? Davon spricht heute Nachmittag Apa Schilling vom Theater Kreta Kör aus Budapest. Ero Ebner vom Theater NU99 aus Tallinn stellt gleich zwei Projekte vor, mit denen die estnischen Kollegen ganz direkt in die nationalen Wahlen der Baltischen Republik interveniert haben. Und zum Abschluss der Konferenz remixen die Wiener Mediensatiriker Maschek aktuelle Fernsehbilder aus Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft zu neuen Geschichten, um sie dann live zu synchronisieren. Unseren internationalen Gästen, den Sprecherinnen und Sprechern und Ihnen hier im vollen Saal, auf der Treppe und vor dem Livestream danken wir sehr herzlich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, gemeinsam darüber zu diskutieren. Vielen Dank. Letzter Programmhinweis. Auch aktuelle Forschung hat bei der Konferenz ihren Platz. In der Mittagspause erwarten Sie Michael Rohnen und Björn Lengers dort im Foyer. Dort können Sie sich mittels zweier Brillen in die Zwischenwelt der Augmented Reality begeben. Also eine Sache, die man unbedingt nutzen sollte. Einige praktische Dinge. Wir haben offenes WLAN im Haus, kein Passwort ist nötig. Der Twitter-Ball wird immer wieder draußen an unserer großen Wand eingeblendet und ein fließender Übergang in die folgende Session gestaltet. Wir werden auch von dieser ersten Session in die zweite direkt übergehen. Deshalb bitte ich Sie höflich, im Saal zu bleiben. Wir versuchen, die Anfangs- und Endzeiten einzuhalten. Und wenn Sie Fragen haben, hilft Ihnen gern unser Team. Und jetzt übergebe ich an Christian Rako, der von unserem wunderbaren Partner Nachtkritik begrüßen wird. Christian. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Auch willkommen im Namen von Nachtkritik.de. Und vorab vielen Dank, Christian Römer, Referent für Kultur und Medien hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung, für inspirierende Zusammenarbeit und für das Teamplay, das wir jetzt schon seit 3 Jahren mittlerweile pflegen. Ich nehme eine Frage vom Abschluss des gestrigen Tages auf. Eine Frage, die ein wenig so klang, als hätte Oliver Kahn bei uns vorbeigeschaut. Muss das Theater eigentlich Eier zeigen? Das war auf dem Podium Tim Renners Metapher für eine platzhirschhafte Konfrontationshaltung hier im Berliner Theater gegen alles, wonach die digitale Revolution der Künste offenbar verlangt. Gegen Kooperation, Vernetzung, flache Hierarchien, Kommunikationsfluss, Plattformen bauen, neue Codes für neue Botschaften kreieren. Man erinnere sich, vor 2 Jahren zum Start von Theater und Netz hat Netzpolitikerin Marina Weißband dem Theatermacher Klaus Peimann erklärt, dass ein Symbol aus ein paar Strichen, eckigen Klammern und einem @-Zeichen auf Twitter genauso sprechend sein kann wie eine leibhaftige Rose. Das war sein Hinweis darauf, dass man an gemeinsamen Codes erst noch feilen muss. Und man könnte die Diskussion also entsprechend abkürzen und sagen, Rosen zeigen statt Eier zeigen, das ist definitiv die bessere Option. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Die Begegnung von Theater und Netz muss auch mit dem Gegenteil rechnen. Die große Kraft der Kunst liegt ja gerade auch in der Konfrontation, in der Störung von Kommunikation, in der Verweigerung von schneller Übersetzbarkeit. Sperrig sein, die Axt auspacken, das gehört schon auch noch zur Kunst. Nicht mit allem und jedem sogleich kompatibel werden. Darin behauptet sich die Einzigartigkeit künstlerischen Wollens.
Beim Blick auf diese Theatersaison erschienen uns im Konferenzteam Kunstanstrengungen bemerkenswert, die in dieser Weise einen Mut zur Konfrontation mitbrachten. Plattform oder Player? Unter diese Leitfrage stellen wir den zweiten Konferenztag. Es geht um Gruppen und Häuser, die von der Metaebene herabsteigen, auf der gemeinhin der Diskurs der anderen repräsentiert und moderiert wird. Es geht um Einmischung. Auf dem Längengrad zwischen Lampedusa und Pegida haben sich Theaterakteure als Player ins politische Handgemenge begeben. Wie diese Arbeit im Spannungsfeld von Plattform und Player ausschaut, das soll untersucht werden. Und dafür übergebe ich nun das Wort an Dirk Pilz, Mitgründer und Redakteur von Nachtkritik.de. Und ich freue mich auf das Eröffnungspodium. Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste, wenn man so Theaterkünstler fragt, was ich in den letzten Wochen ein bisschen gemacht habe, Schauspieler, Regisseure, Dramaturgen, auch Kuratoren, ob denn das, was sie da treiben, politisch oder gesellschaftlich relevant sei, werden alle felsenfest versichern, das ist es natürlich selbstverständlich. Es ist offenbar sehr schwer, jemanden zu finden, der das bestreiten würde. Die Sache mit dem politischen Theater ist ja einerseits wahnsinnig historisch schwer belastet und andererseits offenbar ein Verpflichtungsbegriff, der kaum noch Differenzierungskraft hat. Klaus Peymann ist genauso davon überzeugt, dass was er da treibt, politisch relevant ist, wie zum Beispiel René Polesch. Und abschließende Antworten gibt es in diesem Zusammenhang nicht, auch wenn das Gegenwartstheater so gewisse Vorlieben hat. Es versteht sich ja von selbst, dass auf die Frage nach dem politischen Theater keine gültigen, fertigen Rezepte gibt. Sie stellt sich eben auch in globalisierten Zeiten an verschiedenen Orten ganz verschieden. Deshalb steht über diesem Gespräch nicht, ob Theater politisch sein kann, sondern wie. Wo und wie es wirksam sein kann. Von welchem Ort aus. Es ist offenbar nicht nur die Frage, für wen oder über wen oder mit wem Theater gemacht wird, sondern eben an welchem Ort, von wo aus. Und das ist dann eine Frage der Haltung und nicht nur der Formen und Formate. Deshalb Plattform oder Player. Was kann das Theater sein, was soll es sein? Anstalt des Vorführens und Ausstellens oder politischer Mitmischer? Vielleicht auch beides zugleich. Um sich diesen Fragen ansatzweise, so ein knappes Stündchen ist dafür kurz, nähern zu können, wollen wir heute hier zusammen einen kurzen Blick in die etwas nähere Vergangenheit am Anfang werfen. Auch deshalb ist es schön, dass Matthias Lienthal da ist. Er ist Mitte 50 und wenn ich Sie sagen darf, damit schon einer der älteren Herren im Theaterbetrieb, schon lange dabei, mit langer Erfahrung und auch mit einer Theatergeschichtserfahrung, die immer mit Politik zu tun hatte, von Anfang an. An den Anfang will ich zurückgehen, nicht ganz an den Anfang, nicht ganz nach Basel, sondern an die Volksbühne 92, als sie hierher kam mit Frank Kastorf zusammen, Chefdramaturg, stellvertretender Intendant waren. Und damals gab es dann so Inszenierungen, die heute noch erinnert werden, jedenfalls von mir lebhaft erinnert werden, wie Murks in Europäer von Marthaler, Rocky Dutschke von Schlingensief zum Beispiel oder auch die Nibelungen von Kastorf. Das waren wahnsinnig verschiedene Ästhetiken, überhaupt nicht auf einen Nenner zu bringen. Aber es gab so ein gemeinsames polemisches Motto, ausgegeben von Kastorf oder vom ganzen Team, das da lautete, die Wiedervereinigung war eigentlich ein Bürgerkrieg. Kolonisation West gegen Ost. Sie haben damals schon gesagt, das ist eigentlich totaler Quatsch. Aber es war trotzdem richtig und es hat funktioniert, es war auch erfolgreich. Warum eigentlich? Worin lag damals die politische Kraft dieses Theaters, die Art Theater zu machen, indem man ein gesellschaftliches Tabu gebrochen hat? Ach, ich glaube, also damals war, also man muss, viele, die hier in dem Raum sind, sind ja eher so 1991 geboren. Also insofern, und ehrlich gesagt, das ist die allererste Podiumsdiskussion, wo ich als Rentner bezeichnet werde. Freue mich darüber.
Also dann kann ich auch Geschichtsunterricht machen, aber die ehrlich gesagt war die Situation, als wir 91 hier angefangen haben, war die Situation einfach so, dass ich für die Belange von Ostdeutschen oder DDR-Bürgern in dieser Gesellschaft überhaupt niemand interessiert hat. Die Theatereintrittspreise waren auf 2/3 der Westpreise gestiegen. Wir hatten geschäftsmäßig eine beschissene Situation, weil die Ostberliner wollten halt lieber einen VHS-Videorekorder kaufen, wollten irgendwie nach Mallorca fahren und da irgendwie 16 D-Mark für Theater aussehen, war einfach totaler Quatsch. Also und in dem Moment war eine der ersten Maßnahmen, Eintrittspreise auf 5 D-Mark runter. Es war sich einsetzen, überhaupt eine Plattform zu bieten, wo Ostdeutsche überhaupt ihre Interessen verhandeln können. Also und das war in erster Linie der Ansatz. Damals habe ich überhaupt nicht gesagt, dass das Quatsch war, ein Bürgerkrieg West gegen Ost, aber für mich braucht Theater, und das habe ich bei Frank gelernt, immer wieder auch Identitätsbehauptungen, die dann vielleicht in dem Moment in der intellektuellen Differenziertheit etwas schwer zu halten sind, aber die halt eine Polemik gegen die Gesellschaft beinhalten. Wenn Schermin am Maxim-Gorki-Theater sagt, ich mache ein Ensemble mit 100% Migranten, dann ist das ein ganz ähnlicher Vorgang. Und ich glaube, solche polemischen Haltungen tun dem Theater prinzipiell gut. Jetzt wie das Stichwort Plattform. War die Volksbühne damals mehr Plattform oder doch schon Player? Ich meine, es gab auch damals schon, was heute ja wieder diskutiert wird, dass die Obdachlosen im Haus geschlafen haben. Es gab auch ein Obdachlosentheater, was im Haus zu Hause war. Die Ratten 07, man hat ja schon ganz konkret auch politisch mitgemischt, oder? Ja, ich würde im Gegensatz zu dir, also dass dieses Player-Ding so wahnsinnig geil ist und weiß ich nicht genau. Also ich sehe mich da viel eher als eine Art von Plattform. Also ich sehe auch, ehrlich gesagt, interessiert es mich auch überhaupt nicht irgendwie. Ich denke mir jetzt mit einer Gruppe oder einem Regisseur was wahnsinnig Provokatives aus und mache da eine Provokation und werde zum politischen Player. Finde ich irgendwie relativ langweilig. Aber es gab damals die wunderbaren Aktionen von Herrn Schlingensief, also die Stürmung des Wolfgangsee, da reinzugehen mit den damaligen 6 Millionen Arbeitslosen, um das Haus von Helmut Kohl zu fluten, nur ein Beispiel, oder Ausländer raus. War ein bisschen später, nicht Volksbühnenzeit, vor 15 Jahren in Wien mit den Festwochen. Das waren schon ganz konkrete Aktionen. Da wollte man doch provozieren, oder etwa nicht? Ich glaube nicht, dass Christoph je in seinem Leben provozieren wollte. Das halte ich irgendwie für ein journalistisches Gerücht. Was? Christoph tauchte 95, 96 zu Podiumsdiskussionen, wo in dem Ankündigungstext stand, Christoph Schlingensief, Agent Provocateur. Da ist er einfach nicht hingegangen. Also das hat ihn total angekotzt, darauf festgelegt zu werden. Sondern Christoph hatte das feste Ziel, dass 1 Million Menschen mit ihm in den Wolfgangsee gehen und dass Helmut Kohl ertrinkt. Und das ist, ja, es hat nicht geklappt. Leider. Trotzdem, nochmal zurück, ich will trotzdem, so schnell verabschiede ich die Frage nicht nach Player oder Plattform. Da ist doch das Theater bei solchen Aktionen, auch wenn, egal wie man das jetzt nennt, Provokation oder nicht, das sei mal sekundär. Es ist doch ein Player im politischen Feld, oder nicht? Oder war es das damals nicht? Mikro. Ich wehre mich ja nur dagegen, dass man als Intention auftritt und sagt, ich mache eine Aktion, um im politischen Feld zu verstören. Also natürlich, ihr zeigt gerade das Bild von der Ausländer-Raus-Aktion und das ist für mich die Aktion von Schlingensief, die sein politisches Agieren natürlich auf den Punkt gebracht hat. Und das war damals eine Aktion, wo er auf der einen Seite 4 Monate vor den Wiener Festwochen mitgekriegt hat, die FPÖ ist das erste Mal in einem mitteleuropäischen Land eine rechtsradikale Bewegung an die Macht gekommen. Wie verhalten wir uns dazu? Und dann hat er das ja gekoppelt mit
dem Fernsehformat Big Brother, dem Überwachungscontainer, und hat das dann, hat zwei Überwachungscontainer übereinander gestapelt und hat die vor die Staatsoper in Wien gestellt und hat dann die Österreicher Tag für Tag einen Asylanten rauswählen lassen. Und das hat zu dieser Zeit diese politische Stimmung in dem Land auf den Punkt gebracht. Natürlich gab es da auch einen Willen, sich zu dieser Machtübernahme von Rechten in Österreich zu äußern. Aber es war gleichzeitig eine Installation, in der Bilder entstanden sind. Und Schlingensief war sein ganzes Leben lang ein Filmemacher, der versucht hat, Bilder zu konstruieren. Er hat das Bild zu konstruieren, Helmut Kohl und der Wolfgangsee. Er hat versucht, das Bild zu konstruieren, Staatsoper und ein großes Plakat, Ausländer raus, da drauf. Er hat aber auch in dem Moment, wo er etwas gemacht hat, sofort bei jeder Aktion die politische Intention wieder ad absurdum geführt und sie sofort wieder mit dem Arsch eingerissen. Und ehrlich gesagt, du hast es ja sehr deutlich gesagt, also in dem Moment, wo Klaus Peymann für sich reklamiert, dass er politisches Theater macht, ist dieser Begriff einfach so korrumpiert, dass ich ihn nicht mehr verwenden kann. Warum? Warum korrumpiert? Weil er einfach aufgeladen, in dem Moment benutzt wird. Ich habe auch bei allen Presseankündigungen, auch in den Nullerjahren, immer den Begriff politisch eher durch sozial ersetzt. Oder ich versuche an, weil er einfach von einem Theatermacher, der extrem konventionelles, langweiliges Theater macht, verwendet wird und von einer, so wie ihr es gesagt habt, es gibt im deutschen Stadttheater niemanden, der nicht politisches Theater macht, außer mir. Dem kann man entgehen, indem man dann nicht mehr von politisch spricht, sondern von sozial. Ich will nochmal zurück zu den Geschichten von Schlingensief, zu denen ja zum Beispiel auch gehört in der Parteigründung, Chance 2000. Da ging es auch um Bildproduktion, ist mir schon klar. Man sprang damals mit dem Pony über die 5%-Hürde und solche herrlichen Dinge. Man machte Wahlkampftouren, Demonstrationen, wunderbare Bildproduktion. Dennoch würde ich dabei bleiben, dass das schon eine ganz konkrete Intervention im politischen Raum war. Meine Frage ist das heute eigentlich noch möglich? Als ich mir jetzt die Sachen nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, eigentlich müsste man diesen Container Ausländer raus heute genauso vors Humboldt-Forum stellen. Und man könnte doch das ganz genauso machen. Oder geht das nicht mehr? Ich glaube, jetzt den Container vor das Humboldt-Forum zu stellen, würde einfach nicht mehr so funktionieren, weil es einfach ein Konsens ist. Es gibt dann in Berlin im Moment oder in München im besonderen Moment einen klaren Konsens, sich zu der Frage von Flüchtlingen vollständig anders zu verhalten, als es damals der Fall war. Also, und ich glaube, es würde diese Art von polemischer Wirkung nicht entfalten. Ich hab das Gefühl, wo ich halt einfach schmerzlich merke, wie so jemand wie Christoph in der Szene vermisst wird, ist in dem Moment, wo man sagen würde, die Münchner Kammerspiele legen ein Projekt auf und sagen wir gründen ein deutsches WikiLeaks und wir stellen 10 Hacker an, die systematisch die offiziellen Institutionen der Bundesrepublik angreifen. Also der Christoph Schlingensief des Jahres 2000 hätte ja vor 2-3 Jahren diese Aktion gemacht. Macht ihr an den Hammerspielen? Nö. Schade. Warum nicht? Na, weil ich begreife mich ja selber als ein Produzent und ich rede mit Gruppen oder mit Künstlern oder mit Regisseuren und entwickle mit ihnen Projekte. Und im Moment fehlt mir, also diese Idee, sowas zu machen, gefällt mir grundsätzlich, aber ich habe im Moment niemanden, von dem ich das Gefühl habe, dass ich das als Projekt gut machen kann. Das ist ein Arbeitsauftrag an die Theatermacher, also ganz eindeutig, wer das kann, soll es bitte tun. Ich will darauf zurückkommen, wo und wie kann denn dann jetzt ganz konkret gefragt, gerade auch so ein Stadttheater wie die Kammerspiele, ganz konkret politisch werden oder soll es das so gar nicht? Vielleicht findest du das jetzt, was ich erzähle, langweilig oder so. Kann sein, aber das... Die,
wenn man sich an so ein Haus wie die Münchner Kammerspiele annähert und wenn ich dann sehr viele Gespräche führe und dann zum Beispiel in München mitkriege, dass die Lebensverhältnisse von Münchnern sich drastisch von denen von Berlinern unterscheiden, weil sie 20 Euro Miete pro Quadratmeter warm zahlen, weil fast alle Leute 50% oder mehr ihres Einkommens für Miete ausgeben. Eine Zukunft, auf die ihr euch in dieser Stadt aufreuen dürft. Und in dem Moment fange ich an, daran zu arbeiten. Dann habe ich mit Alex Rühle, einem Journalisten von der Süddeutschen Zeitung, habe ich immer gefragt, kannst du nicht ein Dokumentarstück auch über gerade diese Frage von Grundstücksspekulationen und wie geht die Baumafia damit umschreiben? Und dann hat er immer, ja, vielleicht und so. Und dann hat er an einem Punkt gesagt, hat er mich angerufen, komm mal mit. Es gibt drei Häuser in der Müllerstraße, direkt am Viktualienmarkt. Und die stehen leer und mit denen müssen wir was machen. Und dann gab es eine Initiative rund um Goldgrund herum, dass wir gefordert haben, diese drei Häuser sollen in ein Flüchtlingshaus umgewandelt werden, ein Abrissbeschluss der Stadt soll zurückgenommen werden und das Projekt heißt Bellevue di Monaco. Und das ist zum Beispiel die Gründung eines Flüchtlingshauses in München, direkt in der Stadtmitte und der Versuch, ein Flüchtlingshaus als öffentlichen kulturellen Raum mit der Stadt zu vernetzen. Und daraus entsteht eine bestimmte Art von Sozialarbeit. Dadurch entsteht eine bestimmte Art von Nachdenken, wie gehen wir mit Flüchtlingen um. Und in dem Moment greife ich mir ein Thema. Und innerhalb dieses Sich-Greifens eines Themas können Dinge passieren. Dieses Thema Mieten ist dann wieder aufgetaucht durch ein Projekt mit Raumlabor, dass wir gesagt haben, wir bauen an 24 verschiedenen Stellen der Stadt Shabby Apartments ist das. Shabby Apartments. Mhm. Wir bauen an 24 Stellen der Stadt Sozialwohnungen und jede Wohnung kostet nur 250 Euro. Und dabei entsteht dann so ein Bild, also ich wohne ja jetzt neuerdings ab 9. September dieses Jahres an der Maximilianstraße. Da gibt es relativ viele Läden, die heißen Yves Saint Laurent, Gucci, Prada. Es gibt dafür nur noch ein einziges Café in der gesamten Straße und das ist, weil die Stadt im Haus der Kammerspiele ein Café vermietet hat. Und mich interessiert dann zum Beispiel halt eine Sozialwohnung direkt vor Yves Saint Laurent zu haben. Und dann kommt Dirk Pilz morgens um 10:30 im Pyjama, reibt sich die Augen, geht aufs Dixi-Klo und steht vor Yves Saint Laurent. Schöne Vorstellung, ja. Mal sehen, ob es dazu kommt. In dem Bild entsteht eine Spannung. Ja. In dem Bild entsteht eine Spannung. Das ist eine Straße wie die Maximilianstraße, die der Münchner Bevölkerung weggenommen ist, wo sie eigentlich nur noch hingeht, um ins Residenztheater oder in die Staatsoper oder in die Kammerspiele zu gehen. In dem Moment wird wieder so eine Settlement-Bewegung eingeleitet, die Maximilianstraße neu zu besiedeln. Ich erinnere mich vor 3 oder 4 Jahren, als hier das Hau sozusagen sich die Zeit am Hau dem Ende neigte, haben sie gesagt, das Kunst finde ich erstmal immer scheiße, ein ganz zentraler Satz. Und das Hau ist kein Kunstort, sondern ein sozialer Ort. Das gilt dann für solche Projekte in diesem Kontext auch ganz konkret, oder? Ja, Kunst ist scheiße, sage ich jetzt nicht mehr. Aha. dass Kunst ein sozialer Ort ist, also in dem Moment, wo ich so ein Shabby Apartment Projekt beschreibe, ist es ja der Versuch eines sozial Agierens. Oder ich bin sehr viel konstruktiver geworden. Also die Auseinandersetzung geht jetzt in München darum, dass die Stadt München halt nicht mehr 8.000 bis 12.000 Wohnungen im Jahr baut, sondern die Forderung ist, dass sie 50.000 Wohnungen baut, damit sich sowas wie ein Mietmarkt entspannt und damit sich die Bewohner die Stadt einfach noch leisten können. Man kann in London sehen, wie zu welchen Perversionen das führt. BBC und Tate Modern verlagern ihre Büros aus der Stadt London raus und geben sie nach Bristol. Das Modell, dass Beschäftigte von der BBC 2,5 Stunden mit der U-Bahn zur Arbeit fahren, da 8 Stunden arbeiten, 2,5 Stunden zurückfahren und insgesamt damit 13 Stunden am Tag beschäftigt sind,
geht sich mit einer sozialen Realität von einer Familie gar nicht mehr aus und es macht das Leben beschissen. Und da ist das Modell, man wohnt 100 Kilometer außerhalb von London und fährt, um die Geschäfte zu machen, einmal in der Woche nach London rein, attraktiv. Das heißt, für viele von uns wird in 20 Jahren der innerstädtische Raum verloren sein. Und das ist ein Diskurs, den ich interessant finde, zu fragen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wir wollen jetzt an dieser Stelle mal einen kleinen Bruch machen nach der Frage danach, was kann denn das Theater, wo steht es denn, wie soll es agieren und uns eine Aktion angucken, die im letzten Jahr für allerlei interessante, aufschlussreiche Diskussionen gesorgt hat, nämlich vom Zentrum für politische Schönheit, die Aktion Erster Europäischer Mauerfall. Die meisten werden davon gehört haben, die wenigsten waren dabei, aber meine Kollegin Sophie Disselhorst war dabei, die jetzt kurz davon berichten wird und daran schließen wir unser Gespräch dann wieder an. Ja, ich war dabei und es war ein Abenteuer, ganz praktisch und für uns alle, indem es unbequem war. Es ist nicht gemütlich, von Freitagmittag bis Sonntagmorgen in einem engen Bus zu sitzen, zu schlafen oder eher nicht zu schlafen, sich nur ab und zu an Autobahnraststätten die Füße zu vertreten, sich von Müsli-Riegeln, Mandarinen und Autobahnraststätten-Sandwiches zu ernähren. Aber es ging ja auch nicht um ein bequemes Thema. Es ging darum, die Welt, wie wir AktivistInnen aus der Mitte der Gesellschaft, auf diese Charakterisierung legte das Zentrum für politische Schönheit großen Wert, sie kennen, aus den Angeln zu heben oder zumindest damit anzufangen. Zum 25. Jahrestag des innerdeutschen Mauerfalls einen ersten europäischen Mauerfall zu feiern, die Mauern der Festung Europa von innen zu zerschlagen, um mit dem Krach viele der auf dieser Festung Lebenden überhaupt erst auf die Existenz dieser Mauern aufmerksam zu machen. AktivistInnen, damit kommen wir zum zweiten Aspekt des Abenteuerlichen. Ich war ja Doppelagentin. Ich bin mitgefahren, um den Preis, mich als Journalistin im Betten zu lassen. Bezahlt habe ich mit nicht vordergründig aktivistischer, aber auf jeden Fall aktionistischer Berichterstattung. Ich habe eifrig getwittert, was nicht alle Leserinnen von Nachtkritik.de gut fanden. In der Kommentarspalte wird uns vorgeworfen, die Aktion promoted zu haben, uns abhängig gemacht zu haben. Aber das stimmt ja gar nicht, denn ich habe zumindest versucht, noch eine zweite Rolle einzunehmen, die der Kritikerin. Das Ganze also, so gut es ging, von außen zu betrachten. Auch schon auf der unmittelbaren Twitter-Ebene, wobei ich da mehr als einmal in Konflikt mit den Interessen des Zentrums kam, als es darum ging, den Twitter-Verkehr mit der Logistik des Unternehmens abzustimmen. Distanz verschafft habe ich mir dann in einem Extratext, einer Theaterkritik, in der ich an meinem Erleben Fragen und Bedenken entwickelt habe, die ich hier in diesen 3 bis 5 Minuten nur sehr verkürzt wiedergeben kann. Als wir an der bulgarisch-türkischen Grenze vor einer Mauer bulgarischer Polizisten standen, die uns nicht zum Grenzzaun durchlassen wollten, weil sie mitgekriegt hatten, dass wir ihn durchschneiden wollten, sind meine beiden Rollen noch einmal in Konflikt geraten. Die Berichterstatterin dachte darüber nach, auf einen Baum zu klettern, um ganz genau mitzukriegen, wie die Busaktivistinnen sich mit den Polizisten rangelten, fürs Twittern möglichst gute Bilder zu schießen. Die Kritikerin hatte das Gefühl, nach der offiziellen künstlerischen Kapitulation vor der Situation durch Zentrumschef Philipp Ruch, der die Aktion im Angesicht der Staatsmacht recht umstandslos abbrach, genug gesehen zu haben. Oder eigentlich gerade nicht. Aber das, was die Kritikerin gern noch gesehen hätte, nämlich nicht Gerangel zwischen Demonstranten und Polizisten, sondern einen improvisierten symbolischen Akt nach dem vorhersehbaren Scheitern der geplanten Zaundurchschneidung, war nicht möglich. Warum? Ich denke nach wie vor, dass in diesem Moment ein momentan aufgeheizter Begriff Ensemblegeist gefehlt hat, eine Verständigung aller Beteiligten darüber, welche Ziele der beschwerliche Weg für jeden hat und für alle haben könnte. Die hatte auf der langen Busreise nicht stattgefunden. Man kann Partizipation mit einigem Grund bescheuert finden in einer Zeit, in der ein schlappes Like auf Facebook schon als solche gezählt wird, Stichwort Slacktivism, in dem die Bürgerinitiativen gegen sich gegenseitig das Wasser abgraben. Aber man kann den Begriff Partizipation, zumal als Theatermacher, auch umwerten, indem man die Menschen, die sich bereit erklären, mitzuspielen, als Mitkünstler begreift und nicht als Facebook-Likes. Es hätte auf jeden Fall für uns alle noch viel abenteuerlicher werden können. Danke.
Ja, vielen Dank. Ist ja eigentlich eine wunderbare Sache, ne? So eine Rollenkonfusion, wo man nicht mehr weiß, bin ich Kritiker oder schon mit Theatermacher, bin ich Zuschauer oder Beobachter. Zugleich aber eine Aktion, die ja ganz klare, unverständliche politische Ziele formuliert, auch ein ganz klares Feindbild formuliert. Ist das etwas, was es braucht, was gut ist? Ach, ich würde erst mal sagen, dass ich die Aktion von Philipp Ruch und vom Zentrum für politische Schönheit, diese Mauerkreuze hier zu entführen und sie an diese Grenze zu bringen, dass ich die erstmal großartig fand. Also die Fehler, die vielleicht gemacht haben in der Art und Weise, wie sie sich mit dem Bus bewegt haben oder wie Philipp sich da innerhalb dessen verhalten hat, interessieren mich ehrlich gesagt weniger. Es ist genauso dort ein sehr polemisches Bild entstanden. Man nimmt einen Moment aus dieser Westberliner Geschichte, die so zu einem totalen Common Sense verkommen ist und durchschlägt Begriffe. Also das spielt ja auch in der gesamten Diskussion, in der gesamten Lampedusa-Diskussion wird ja von den Medien immer wieder im Moment der Begriff des Schleppers kriminalisiert. Ältere Menschen wie ich erinnern sich daran, dass aber Flüchtlingshilfe in West-Berlin extrem positiv besetzt war. War aber auch nichts anderes als die Schlepper von heute. Auch mit all den Erscheinungen, auch mit unverschämt hohen Preisen, mit gefakten Aktionen, mit Leute verarschen und teilweise Leute aus dem Osten in den Westen rüberbringen. Und heute passiert sowas an anderen Stellen. Und diese Aktion, in dem Moment diese Mauerkreuze zu nehmen und eine Beziehung der Bilder zwischen der Berliner Mauer und der Mauer an den Außengrenzen der EU herzustellen, fand ich eine super Idee und fand ich in ihrer Polemik grandios. Aber warum, die Mauerkreuze waren nicht unterwegs auf der Reise, nein. Mir ist immer lieber, ich stelle mir die Realität vor und mal sie mir so und dann ist mir wohlig und dann gehe ich gerne damit um. Aber in der Grundidee vom Zentrum haben sie ja diese Metaphorik sehr deutlich bedient und sie haben damit gespielt und das hat auch eine Öffentlichkeit auch verstanden. Was damit zumindest entstanden ist, ist eine interessante Unklarheit hinsichtlich, wird da konkret Widerstand organisiert oder ein polemisches Bild produziert? Das hatte medientechnisch zur Folge, dass die ganze Geschichte im Politikteil abgehandelt wurde, größtenteils. Und wir im Feuilleton gesagt haben, hallo, unser Thema, wir wollen das machen. Da kam es zu interessanten, also zumindest bei uns in der Redaktion, bei der Berliner Zeitung, zu interessanten Konflikten. Das ist doch eigentlich gut, oder? Wenn die Kammerspiele, die Eröffnung der Kammerspiele spielt, in der Süddeutschen nicht auf Feuilletonseiten, sondern Innenpolitik. Ist das ein Ziel? Ja, ich freue mich immer, wenn man auf Seite 3 ist. Also ich finde immer, wenn man am Theater Sachen macht, die diesen kulturellen Raum verlassen und woanders hingehen. Das Feuilleton nimmt sich doch auch die Freiheit, ganz viele gesellschaftliche Themen zu rezensieren. Und dann finde, wenn sich der Politikteil oder der Lokalteil dann auf einmal für die Aktionen aus dem Kunstbereich interessiert, finde ich, bin ich total glücklich. Und man hat das zum Beispiel auch gemerkt, als wir haben für die Shabby-Shabby-Apartments haben wir einen Aufruf erlassen, Architektenkollektive, bewerbt euch. Und die Pressemeldung lag bei allen Münchner Zeitungen 4 Wochen lang, ohne dass sich irgendjemand dafür interessiert hat. Und sie wurde immer vom Feuilleton zur Münchner Kultur und zum Lokalteil hin und her geschoben. Und jeder dachte, der andere ist eigentlich zuständig. Also und dann habe ich mit der Dame vom Münchner Feuilleton rumgeflirtet. Und die kam zum Frühstück mit einem roten Abendkleid und daraufhin war es dann 1,5 Seiten in der Süddeutschen. Aha, so funktioniert das also. Na sicher. Aber meine Frage ging natürlich ein bisschen in eine andere Richtung. Ging nicht nur einfach sozusagen, wo findet das jetzt statt, sondern ist es ein Ziel für das Theater, das in Kunstharz gegossene Schauspiel sozusagen aufzubrechen, die Kunstwand zu durchbrechen und sozusagen ganz konkret zu interagieren? Das tut das Zentrum für politische Schönheit bei aller Polemik. Ich glaube, dass das in Kunstharz gegossene deutsche Stadttheater ungefähr so ein dämliches Klischee ist wie das politische Theater. Also wie fast jedes Theater in der Republik und fast jedes Stadttheater und fast jede freie Gruppe bemüht sich,
den ästhetischen Raum zu verlassen und bemüht sich darum, Verbindungen in die Realität herzustellen. Und dieses Bemühen finde ich erstmal zutiefst sympathisch und richtig. Das kann an vielen Stellen ungelenk sein oder es mag an vielen Stellen schiefgehen oder nicht genug, weit genug greifen. Aber es ist als eine Bemühung erstmal, ich kenne, selbst Klaus Peimann bemüht sich darum. Interessant. Ja, das würde der auch so sagen. Was heißt denn das jetzt? Alle wollen hier wissen, ich weiß, nächste Woche ist Pressekonferenz, da wird dann verraten, was in den Kammerspielen gemacht wird. Aber was heißt denn das dann ganz konkret für die Kammerspiele, für die Intendanz und die Zeit da? Das habe ich da versucht schon zu erklären. In dem Moment, wo die Kammerspiele sich an diesem Bellevue de Monaco beteiligen, in dem Moment, wo ich, bevor ich mich eigentlich um das Theater gekümmert habe, ich mich mit um die Organisation von Pegida-Demonstrationen gekümmert habe, in dem Moment, wo die Sozialgenossenschaft einen Mietvertrag für dieses Flüchtlingshaus für 40 Jahre unterschreibt, ich Teile des Budgets der Kammerspiele nehmen, um diesen kulturellen Raum, der versucht, Flüchtlinge und Stadt und das Nachdenken über den Umgang mit Flüchtlingen zu thematisieren, finanziere. Das sind doch alles für mich Ansätze aus dem, die aus dem reinen Gunkkastenprinzip ausbrechen. Die ich da fahre. Und das ist, und für mich war das erstmal eine unglaublich wohltuende Erfahrung, dass es für dieses Flüchtlingshaus in München eine Koalition gab aus einem Menschen, der alle Kabarettbühnen der Stadt organisiert, aus einem Journalisten der Süddeutschen Zeitung. Und in dem Moment, wo wir mit der Aktivität nicht weiterkamen, hat dann Till Hoffmann auch durchaus ein paar Bayern-Spieler organisiert. Und es hat dann dem Projekt so eine Schubkraft gegeben, dass die Stadt München den Umbau des Flüchtlingshauses mit 1,7 Millionen Euro finanziert und dass sie über eine Ausstattung mit Stellen nachdenkt. In Berlin wäre doch dieser ganze Prozess total anders gelaufen. Also Klausi hätte gesagt, irgendwie nimm dieses scheiß Haus da, macht da ein Flüchtlingshaus und danach hätte er gesagt, aber finanziert die Scheiße selber. Also es gibt da in München eine andere Ernsthaftigkeit von Auseinandersetzungen, die ich auch gut finde. Und diese Flüchtlingshausaktivität, finde ich, ist eine deutliche soziale Aktivität der Kammerspiele in den nächsten Spielzeiten. Und womit, das war meine Frage, wird dann auf der Guckkastenbühne eröffnet? Welche Folgen hat das für das sozusagen das Herr andere Pilz, Spiel? Herr Pilz, die Pressekonferenz ist am Donnerstag. Darf ich raten? Nö. Schade. Ich weiß genau, dass du es weißt, weil ich ein verquatschter Mensch bin und dass ich längst rumgequatscht hat. Aber ich bitte dich darum, die Klappe zu halten. Ich sage nichts. Ich halte die Klappe und frage das Publikum, ob das Publikum Fragen stellen möchte. Und eine Frage scheidet aus, ist ja jetzt klar. Es gibt ein Saalmikrofon, damit wir es besser hören. Ein Saalmikrofon, ich habe mal wieder eine blöde Frage. Vielleicht könnt ihr mir das erklären, weil ich die verstanden habe. Wir haben am Anfang von Schlingendief geredet und ich bin ja jetzt jünger als ihr beiden da oben auf dem Podium und ich habe bei Christoph Schlingendief immer das Problem gehabt, dass er im Prinzip genau das oder Ähnliches gemacht hat mit denselben Mechanismen wie die Massenmedien, um damit Gesellschaft und Massenmedien zu kritisieren. Also mit einer Sache hatte ich ganz konkrete Probleme. Er hat einmal eine Frau, die bettlägerig war, aber sicherlich in einem Rollstuhl hätte sitzen können, in ihr Pflegebett in den Theaterraum gestellt und sie mit... Sie konnte nicht sprechen oder hat zumindest nicht gesprochen über Augentastatur diesen Abend moderieren lassen. Und ich fragte mich immer, das ist so Freakshow-mäßig, was er tut. Ich habe das irgendwie nie verstanden. Kann mir das mal jemand erklären? Vielleicht auch nachher. Vielleicht ist es auch dumm, dass ich das jetzt frage. Ja, ich glaube, dass Christoph in der Inszenierung er zeigen wollte, wie diese Frau
mit der Realität interagieren kann, auch in den beschränkten Möglichkeiten, die sie hat, und sie in dem theatralen Akt eher wieder zum Teil der Gemeinschaft machen wollte. Er agiert da manchmal, seine Filme hießen ja auch Freakshow, und er hat sich damit auseinandergesetzt, aber er hat immer auch mit dieser Frau gelebt und gearbeitet oder auch mit den ehemaligen Insassen der Nervenheilanstalt in Teupitz, mit denen er in dem Film Terror 2000 und in vielen Produktionen der Volksbühne gearbeitet hat, hat er eine Art von Wohngemeinschaft gebildet. Und diese Wohngemeinschaft, diese inklusive Wohngemeinschaft, würde man heute sagen, die hat er, glaube ich, als eine Art von utopischem Moment betrachtet. Und der Abend an der Volksbühne wollte genau die interagierenden Möglichkeiten dieser Wohngemeinschaft zeigen. So habe ich ihn verstanden. Ja, weitere Fragen. Nur Mut. Sonst frage ich. Ja, bitte. Ja, mich würde tatsächlich nochmal interessieren, wie du auf die Veränderung der Aktionskunst blickst. Also schlingen sie für die 90ern stark inspiriert durch das tendenziell noch monologische Medium des Fernsehens, stark offensichtlich auch von dem Ensemblegeist geprägt, wenn ich den Begriff von Sophie aus dem Vortrag aufnehmen kann. Und jetzt zum Beispiel die Fahrt nach Bulgarien vom Zentrum war ja doch ein stark von den neuen partizipativen Medien geprägtes Aktionskunstereignis. Viel lief über Twitter, über Facebook. Wie ist es in deiner Wahrnehmung? Gibt es da einen Paradigmenwechsel in der Aktionskunst oder nur in der Ausformulierung dieser speziellen Arbeit? Ich glaube, dass es gibt zwei verschiedene Momente. Also manchmal, also die bei Ausländer raus haben wir zum Beispiel noch mit TED und Telefonumfragen gearbeitet im Jahr 2000, was ja von heute aus irgendwie tendenziell undenkbar wäre. Es gibt natürlich, ich hatte auch die Website vom Zentrum für politische Schönheit nochmal angeguckt, und da sieht man auch eine Lecture-Performance von Philipp Bruch, und wo er anbietet, so ein Rätselraten, welches Mitglied des NSA Untersuchungsausschusses hatte mit ihm einen SMS-Wechsel und dann die Zuschauer daran beteiligt. Das ist natürlich etwas, was nur mit den neuen Medien denkbar ist. Auf der anderen Seite war das auch in den alten Kommunikationstechnologien, waren ähnliche Momente denkbar. Ich empfinde den Unterschied vielmehr darin, dass bei jüngeren Kunstschaffenden, die mit dem Internet von Anfang an aufgewachsen wird, sich das Patchwork von Realitätserfahrung anders vermittelt. Also und viel weniger Wert auf eine bestimmte Form von Narration legt, viel aktionistischer zustande kommt, und dass dieses Lebensgefühl ist ja irgendwie ist ja im Moment über die Ausstellung im New Museum auf der New York Triennial wird es ja in der bildenden Kunstszene im Moment als neue Ästhetik gefeiert. Und ich glaube, da gibt es deutlich in dem Lebensgefühl und in den Handlungsmechanismen Unterschiede. Natürlich ist für meinen Sohn mit 18 Jahren Fernsehen keine Referenz mehr. Also es formuliert sich dann über YouTube oder formuliert sich dann über Internet, und da entstehen Referenzräume, die ich dann zum Teil halt nicht kapiere, und da entstehen Unterschiede. Natürlich gibt es so Momente, es gab eine Aktion am Hau bei einer Produktion, die dezidiert keine politische Kunst war. Bei Peaches Jesus Christ Superstar hatten wir irgendwie die Rechte nicht eingehandelt, und dann hat der Verlag uns verboten, die Rechte zu benutzen. Und dann hat Peaches getwittert, Andrew Lloyd Webber crucifies Jesus Christ. Das landete in allen Broadway-Magazinen,
An dem gleichen Abend in den Outprints wurde in den USA zu einer Riesendiskussion, hatte dann irgendwie 120.000 Follower. Und nachdem der Verlag mich sehr beschimpft hatte, rief mich dann der Verlag 5 Tage später an. Und ich saß im ICE und dachte, jetzt geht der Shitstorm los. Und dann sagte die Dame, ja, hätten Sie vielleicht, könnten Sie es vielleicht noch möglich machen, dass Sie die Aufführung doch machen können? Also, und das ist natürlich, das sind natürlich Mechanismen, aber du hast, also die, oder die in, auch in den alten Medien möglich wären, aber nicht in dieser Geschwindigkeit und nicht in, in dieser Art von Dynamik. Und damit arbeiten natürlich Künstler wie Philipp Bruch oder eine andere Generation arbeitet damit sehr systematisch. Darf ich trotzdem nochmal nachfragen? Also es, was das, die Frage von Christian Racco ging nochmal deutlicher in die Richtung, was das für den, für die Stellung oder den Ort auch der, der Aktionskunst innerhalb der Gesellschaft bedeutet. Ich meine, klar, es werden diese Techniken aufgenommen, es wird das Lebensgefühl aufgenommen, es wird die mediale Umwelt aufgenommen, aber ändert sich darüber hinaus für den Ort, für die Stellung selber noch etwas? Ist es einfach sozusagen ein Anwandeln an die neuen, an die anderen technischen Möglichkeiten? Das kann ich schwer beurteilen, ob sich daran wirklich was ändert. Die Geschwindigkeit von Kommunikation und die Möglichkeit von Provokation oder Skandalen gewinnt einfach eine andere Geschwindigkeit und eine andere Dynamik. Also und damit natürlich auch einen anderen Verbreitungsgrad. Also und dadurch verändert sich die Aktionskunst. Und natürlich ist diese Aktionskunst jetzt ohne Netz überhaupt nicht mehr denkbar. Also du kannst keine Aktionskunst wie noch im Jahre 2000, da hatte sich Schlingensief auch um all die Einbeziehung dieser technischen Möglichkeiten extrem bemüht. Aber du musst natürlich Aktionskunst heute auch immer zu 2/3 im Netz denken und zu 1/3 in der Realität denken. Und das produziert eine andere Struktur. Ja, weitere Fragen, so Sie mögen. Keine Fragen, wir haben alle beantwortet, dann stelle ich noch eine Frage. Früher galt immer der schöne Satz von Ivan Nagel, der Unterschied von Erfolg und Misserfolg ist Penetranz. Gerade auch im Theater. Gilt das heute noch und was heißt das heute? Woran kann man abmessen, ob so eine Aktion wie das mit den Wohnungen zum Beispiel jetzt in München eine erfolgreiche war? Vorhin kam das mit dem Geld, dass die Stadt da Geld reintut und tatsächlich etwas unternimmt. Ist das das Kriterium dafür, wo man dann sagen kann, das war richtig, das war erfolgreich? Also beim Bellevue de Monaco würde ich ganz klar sagen, dass die Finanzierung eines Flüchtlingshauses in der Mitte der Stadt unter exemplarisch guten Bedingungen natürlich ein politischer Erfolg ist. Er ist vielleicht nicht, er erfüllt vielleicht nicht Ihr Herz in der Frage von politischer Provokation oder Playertum, aber es ändert für die Realität Münchens sehr wohl was und ich würde mir ein Flüchtlingshaus in der Mitte der Stadt in Berlin auch wünschen. Und bei der Wohnungsaktion, ich weiß nicht genau, wann etwas erfolgreich ist oder wann es nicht erfolgreich ist. Oder das, was ich mit Penetranz meinte, ist natürlich auch, dass es oft an einem Ort und einem Theater 6-7 Jahre lang braucht, bis neue Ästhetiken sich durchsetzen. Und es braucht auch ein Beharrungsvermögen der am Theater Verantwortlichen und der politisch Verantwortlichen, um solche Prozesse durchzuhalten. Das Hau war eigentlich unbestritten erfolgreich an dem Tag, nachdem ich bekannt gegeben habe, dass ich aufhöre. Und vorher war es 6-7 Jahre lang auch oft schlecht besucht. Wir haben sehr drum gekämpft. Und auch die Akzeptanz dieser Ästhetik war nur sehr partiell vorhanden. Und das änderte sich in der Stadt Berlin in dem Moment, wo sie das Gefühl hat, es geht ihr verloren. Ja, bitte.
Zum Thema Erfolg von solchen Aktionen vielleicht nur kurz die Anmerkung, die Aktion Bitte liebt Österreich, Ausländer raus im Jahr 2000 war für die Wiener Festwochen sehr, sehr erfolgreich. Hatte aber auch zur Folge, dass 2 Jahre später die Bundessubvention entzogen wurde und dass eine Klage angestrengt wurde von der Kronenzeitung, Österreichs größter Zeitung, und der FPÖ, weil im Bühnenbild ihre Marken verwendet worden sind. Und die ganzen Argumentationen, dass das sozusagen ein Bühnenbild sei und daher nicht markenschutzrechtlich möglich sind, haben nichts gefruchtet. Es kam zu einem Prozess und es musste bezahlt werden. Ja, der sozusagen mit dem Prozess ein wesentlicher Bestandteil war, dass die Verwirrung, ist das jetzt, wohin soll man das tun, hinter die Bühne oder vor die Bühne, die Realität oder in die Fiktion unklar war und damit spielte die ganze Unternehmung ja auch. Ja, bitte. Also nochmal zu dem Bellevue de Monaco. Es gibt ja in Augsburg das Grand Hotel Cosmopolis, was auch im Prinzip so diesen Ansatz hat und oder von verschiedenen Künstlerinnen und anderen Leuten sozusagen zusammengearbeitet wurde. Die Leute waren noch in Berlin hier, konnte man mit denen quatschen vor nicht allzu langer Zeit, waren sie in Weißensee an der Kunsthochschule. Und es ist eine sehr sympathische Kruse und die haben aber auch selber gesagt, zum Beispiel also zum Thema, jetzt sehen wir es mal, wie Theater politisch sein kann oder wie politisch kann Theater sein. Das sind jetzt nicht dezidiert Theaterleute, das sind Künstlerinnen, aber die haben selber gesagt, ihre künstlerische Arbeit spielt in dem Moment keine Rolle mehr, wo sie sozusagen damit angefangen haben, weil sie sich natürlich als soziale Menschen oder soziale Verpflichtungen eingegangen sind. Und sie hatten ursprünglich große Pläne sozusagen, dass sie das auch als kulturelle Schnittstelle nach Räume schaffen sozusagen, wo Künstlerinnen und Künstler drin arbeiten können. Im Moment ist es einfach so, dass sie ganz praktisch daran arbeiten, dass die Leute Unterkunft finden, dass sie mit den Leuten, mit den Geflüchteten zusammen gegenseitig Sachen machen, sie reisen durchs Land, probieren ein bisschen zu informieren, aber eben auch Aktionen machen. Es gibt auch jetzt im Mai gerade da so Aktionstage, wo man nach neuen Konzepten sucht. Aber da tritt sozusagen der künstlerische Impetus ganz berechtigt ein Stück zurück irgendwie, weil man sagt, okay, was wir hier eingehen ist, man kann es aus einem künstlerischen starten, aber es ist eine soziale Arbeit vor allen Dingen sozusagen. Da, also es ist ganz spannend irgendwie, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern sozusagen das Residenztheater in München da involviert ist in dem Bellevue de Monaco. Also ist es, oder ist es jetzt von Ihnen eine Aktion sozusagen, da mitzuhelfen, das zu organisieren, oder ist es Theater mit drin? Kann da jemand folgen? Zum Teil sind die Kammerspiele mit drin in der Aktion und zum Teil ist es eine Privataktion von mir als Person. Es ist ja auch im, ja, genau. Weitere Fragen. Bitte. Also ich würde gleich auf die Anmerkung vielleicht was fragen wollen. Und kann man da nicht einfach davon ausgehen, dass der Kunstbegriff ein anderer wird? Also gestern fiel bei einer Diskussion im Theatertreffen von Mariana Salzmann der Satz, wenn wir das Kunst nennen müssen, dann ist das eben Kunst, wo ich dachte, die Leute richtig bezahlen und damit irgendwie umgehen. Oder auch das Zentrum für politische Schönheit dezidiert das ja auch alles als Kunst. Also wenn man dann irgendwie das so ausweitet, dass man mit Kunst einfach anfängt, Menschenleben zu verändern, was vorher vielleicht nicht so war in dem aktiven Sinne, ist das doch ein Anfang, oder? Also das gar nicht so zu distanzieren immer, diese soziale Schiene und die Kunstschiene. Das Grand Hotel Cosmopolis in Augsburg ist großartig und war ein Vorbild für die Münchner Aktion. Gleichzeitig im Grand Hotel Georg ist ein ehemaliger Schauspieler, kommt aus einem Theater-Background und gegebenenfalls ist mir gute Sozialarbeit immer lieber als schlechte Kunst. Ja, wir haben noch Zeit für eine Frage vielleicht. Soll ich noch ein Schlusswort sagen? Ich freue mich sehr, dass ihr die Hacker-Plattform gründet. Danke. Ja, vielen Dank. Dann dann bleibt mir nur, mich zu bedanken beim Publikum und bei Matthias Lienthal. Ich wünsche viel Erfolg in München und ganz am Ende werden wir dann wissen, was das bedeutet hat, Erfolg. Vielen Dank.